Hof der Ach, da ist ein Hof. Schauen wir mal doch gleich dahin. Kann ich mich da irgendwie nützlich machen? Was bist du für eine? Gwendolin. Ja. Was ist denn das für ein kleines putziges Häuschen hier? Ah, oh, Entschuldigung. Wollte ich gar nicht. Ich will hier nicht einbrechen oder so. Ich bin ja ein ehrenwerter Mensch, Argonia. Sag mal, wo geht's jetzt hier eigentlich in die Stadt rein? Da laufe ich in die völlig falsche Richtung. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube nämlich, dass es auf der anderen Seite in die Stadt reingeht. Ich laufe jetzt hier einfach mal rum. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ork. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Ihr solltet nicht so mit mir reden, Ork. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? So, wir möchten einfach keine Probleme haben. Bei den Göttern seid ihr langweilig. Ja. Ihr gehört mir. Du. Ich wusste doch, dass mit der nicht alles in Ordnung ist. Zeigt mir, was ihr da. Jetzt halt die sich auch noch, oder was? Gnade. Nein. Verdammt, schon wieder überladen. Das war ja irgendwie klar. Dann hauen wir mal doch mal hier, bebänderte Eisenrüstung. Rüstung 30, Rüstung 27. Nehmen wir doch gleich. Eisenpanzerhandschuhe, Rüstung 11. Was haben wir hier bis jetzt? Gar nichts. Panzerhandschuhe anziehen. Eisenrüstung können wir wegwerfen. Eisenschild brauchen wir auch nicht. Eisenstiefel, was haben wir hier an 7, 11 Rüsse. Fellarmschienen, Pölzhelm 13, Pölzrüstung brauchen wir sowieso nicht, Fellschuhe, Fellarmschiene hilft uns nicht weiter. Kann man die jetzt auch anlegen, stärker die Gesundheit um 20 Punkte, Magie, den Ring mal wieder anlegen, können wir da zwei anlegen, nein, eine nur. Waffen haben wir da inzwischen eine bessere? Ich glaube nicht, oder? Nein! Oh. Ja, die können wir wegwerfen. So, jetzt dürfen wir... Jetzt schauen wir auch gleich ein bisschen epischer aus hier. So, und ich laufe jetzt hier tatsächlich einfach mal rum und schaue, wo wir in diese Stadt kommen. Hier geht es auch noch irgendwo hin. Auf diesem Berg höchstwahrscheinlich. Wenn der da schon so rumsteht. Was flattert denn da hinten rum? Seht ihr das? Bist du ein Kräuter? Nö, bist kein Kräuterdings. So, ich laufe jetzt mal hier rum. Gibt's bestimmt noch was zu entdecken, wenn man querfeldein rumläuft. Zum Beispiel hier dieses komische Wachturmgedöns-Dings. Wer hat hier nicht rauf? Ist das was ist denn hier los, bitte? Ich habe genug von euch. Ach, Banditen. Benötigt ihr Vorräte? Ach, das sind Waffen. Okay. Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Ah, die Wachen sagen einem praktisch immer ein bisschen so Tipps, wo man was bekommt oder so. Was ist denn hier für ein Riesenvieh gestorben? Oh, ein, Vieh. Was bist du? Irgendwas mit einem Riesengeweih. Was haben wir hier? Auch rauf Richtung Festung. Aber da, glaube ich, geht es nicht rauf. Oder geht es hier rauf? Schauen wir mal, ob wir da raufkommen. Hey, geht sogar. Irgendwie müssen wir jetzt mal in die Stadt reinkommen. Ich denke mal, dass da vorne in der Mauer der Eingang ist. Sozusagen der Hintereingang in die Stadt. Wenn nicht, müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir da reinkommen. Ist ja nicht so, dass es hier nicht irgendwo einen Eingang geben müsste. Aber hier ist keiner an der Mauer lang. Okay, dann sind wir hier wahrscheinlich wieder mal komplett falsch. Da vorne ist schon wieder so ein komisches Vieh. Ich hätte einfach gleich nach der Brücke links laufen sollen. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon lange da. Hier ist nochmal ein Wachturm. Und da unten ist das Stadttor. Na, endlich. Hallo, Wache. Mach keinen Ärger, Argonia. Habe ich nicht vor. Ach, wir werden hier sogar mit Rasse angeredet. Das finde ich auch schon mal cool. So, und wir gehen jetzt hier rein in die Stadt Weißlauf.
Gefällt mir jetzt schon ganz gut, die Stadt. Hier geht's in die Stadt wieder und hier ist so eine Art Vorburg oder was das sein soll. Halt! Oh. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Na super. Sollen wir den bestechen? Nein, oder? Einschüchtern wird bei Wachen nicht funktionieren. Die greifen dann lieber an. Ich habe Nachrichten von Helden über den Drachenangriff. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Siehst du, so komm mal rein. Weißlauf. Ab in die Stadt. Im Hintergrund laden übrigens gerade, jetzt wo ihr das seht wahrscheinlich nicht mehr, aber bei mir jetzt gerade die fast die letzten Skyrim-Folgen der ersten Aufnahme hoch. Aber naja. Wir zahlen so jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Aha. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Ah ja. Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Ah ja. Graumähnen oder Kampfgeborene? Aha. Was bitte? Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Was weiß ich? Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans, beide alt und hoch angesehen. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal, Graumähnen oder Kampfgeborene? Ich entscheide, ich bin neutral hier. Früher oder später müssen wir uns alle für eine Seite entscheiden. Nö. Ich bin die Schweiz, ich bin neutral. Jetzt schauen wir mal erstmal hier in die Schmiede. Ach, sorry. Einbrechen wollte ich natürlich nicht, es ist natürlich Nacht. Also können die Händler wahrscheinlich, sind die Händler wahrscheinlich nicht sehr anwesend an ihren Posten. Wie heißt das Ding? Oh. The Drunken Huntsman. Ah ja, so ein betrunkener Jäger oder so. Ja, betrunkener Jägersmann. Hier steht's auf Deutsch. Wenn man so doof ist, um 3 Meter weiter zu gehen. Oh, jetzt habe ich deinen Bogen runtergeworfen. Sorry. Ah, hallo, mein Argonia-Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör. Woher kommt der Name Trunkener Jägersmann? Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. War ja klar. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Toll. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. So kommt man auf Geschäftskonzepte. An wen kann ich mich wegen der Arbeit wenden? Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ihr solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Ah ja, okay. Und was habt ihr zu verkaufen? Was jagt ihr denn? Egal. Ich will es gar nicht wissen. Waffen. Ah ja, der hat einen Haufen Zeug. Ich möchte jetzt aber kurz mal dieses Gedöns hier verkaufen. Dann diesen Dolch. Pfeile nicht. Den Jagdbogen behalten wir mal. Und die Kriegsäxte hier. Äxten kann ich eh nicht viel anfangen. Vollarmschienen weg, Vollschuhe weg, kaiserliche Stiefel, das weg. Das weg, das weg und das weg. Essen, Zutaten, sonstiges. Okay, mehr haben wir eh nicht. Was kann uns der jetzt hier verkaufen? Stahlschwert oder so? Was haben wir überhaupt an da gerade? Nordschwert, Schaden 11. Okay, was kann uns der verkaufen?